Heute berichten wir von Jugendtag. Was machst du hier? Ich bin die Julia Schrecker. Ich bin die Kinder- und Jugendbeauftragte der Stadt Dormagen. Und ich habe den heutigen Jugendtag geplant, zusammen mit meinem Kollegen, dem Sven Möser. Ja, ich freue mich ganz besonders, dass wir heute so tolles Wetter haben und dass wir so viele Menschen in Dormagen haben, die heute hier für unsere Kinder was machen möchten. Das freut mich ganz besonders. Und dass ihr hier seid. Was gibt's denn hier alles auf dem Jugendtag zu gucken? Also hier auf dem Jugendtag bieten alle Jugendzentren, die wir in Dormagen haben, eine Aktion an. Die haben alle verschiedene Stände aufgebaut, so wie ihr hier heute auch einen Stand aufgebaut habt. Und wir haben einige Sportvereine, die sich präsentieren. Zum einen haben wir die Ruderer, die vorne einen Stand aufgebaut haben. Dann haben wir die DLRG, die einen Stand aufgebaut haben. Und wir haben noch einen Sportverein, nämlich dem TSV Bayer Dormagen. Die haben eben vorne gefechtet und gleich machen die einen Tanzworkshop. Ja, du hast schon Schwung, ist auch nicht was im System. Ja. Wie geht's dir jetzt? Ja, ich fühle mich echt durchgeschüttelt, weil das Fahrgerät, das bewegt sich echt in alle Richtungen. Man bewegt sich seitlich, vorwärts, rückwärts. Man weiß einfach manchmal gar nicht, wo man genau ist. Ey, was hast du denn heute hier erlebt? Also ich komme hier einfach hin und ich denke, was passiert denn hier wohl? Und da sehe ich plötzlich meine Freunde von den Handballern. Ne? Die stehen da hinten am Stand von dem Therapiezentrum und machen mit Willi Wiesel auf sich aufmerksam und werben für die nächsten Handballspiele. Das fand ich ganz toll, aber ich habe auch ganz viele andere super Sachen gesehen. Also ich denke, hier ist richtig was los. Ihr macht jetzt hier Kunterbund TV, ne? Ja. Und ich muss sagen, das finde ich so großartig. Mir gefällt das immer und ich freue mich immer auf jede Folge, die neu kommt. Die gucke ich mir total gerne an. Wer bist denn du eigentlich? Ja, ich bin der Sven. Ich arbeite beim Fachbereich für Bildung, Kultur und Sport. Und wir sind heute da, um hier für die Stadtverwaltung zu zeigen, was man alles machen kann. Wir haben ja die Sportanlagen, wir haben hier das Kinder- und Jugendbüro da. Wir haben hier für Kinder was aufgebaut, damit man was machen kann. Also ganz viele Sachen nur für die Kinder hier. Und was kann ich jetzt machen? Du könntest zum Beispiel hier spielen, du kannst einen Ball mitnehmen, du kannst ein lustiges Bild machen, du kannst mit der Julia reden, die kann dir sagen, was es hier alles gibt für die Kinder in der Stadtverwaltung oder was in Dormagen gemacht wird, was die Stadtverwaltung macht. All das kannst du hier erfahren und ja, spielen, spielen, spielen. Was macht die Stadt Dormagen für die Kinder? Die Stadt Dormagen macht ganz viel für die Kinder, denn wir möchten, dass es unseren Kindern in jedem Stadtteil gut geht. Im November zum Beispiel ist das nächste Kinderparlament, was stattfindet. Da holen wir alle Kinder an den Tisch mit dem Bürgermeister zusammen und lassen uns von euch erklären, was gut läuft und was aber auch nicht so gut läuft und wo wir nochmal nachsteuern müssen. Wer bist du? Ich bin die Paula Hartmann vom Internationalen Bund und ich arbeite im Kinder- und Jugendzentrum Freizag in Dormagen-Niedenheim. Und was machst du hier? Ich habe hier heute mit meinen Kolleginnen einen Stand. Wir haben ein kreativ und ein sportliches Angebot. Bei uns kann man zum Beispiel Stofftaschen bemalen, man kann ganz coole Lesezeichen basteln und auch ein bisschen ein Wurfspiel spielen, um seine Geschicklichkeit zu trainieren. Was machst du denn hier? Ich mache hier auch eine Tüte, sage ich jetzt mal. Und sie ist auch sehr umweltfreundlich. Und sie ist nicht aus Plastik. Und diese Frau bastelt mit Langluftballonstieren. Damit macht die Werbung für den Champ-Park. So, damit ihr auch noch was sehen kann, klebe ich auch noch ein paar Augen drauf. Das liegt daran, weil ich nicht so gut malen kann wie viele von euch. Und ich wollte euch noch keine haben. Ich bin ein bisschen traurig. Und noch einen Schnabel. Fertig ist der Papagei. Aber was ist der Champ-Park eigentlich? Wachsen da Luftballons? Was machst du denn hier? Also ich bin hier, um den Nachbarn hier, den Leuten, den Kleinen und den Großen zu erklären, was im Camp-Park alles so gemacht wird und was du vielleicht auch davon kennst. Sollen wir mal gucken? Ja, das hier ist der Camp-Park, das ganz Große. Und hier gibt es ganz viele Firmen, die machen ganz viele unterschiedliche Sachen. Und die haben wir hier auf diesen Tafeln erklärt. Haben wir hier eine Firma, die machen Sachen für Autos. Guck mal, fass das mal an.
Wie fühlt sich das an? Nach Plastik. So ähnlich. Kennst du was, was sich so ähnlich anfühlt? Das ist weich, ne? Und zwar ist das, das ist Gummi. Wir nennen das Kautschuk. Hast du Gummi schon mal gehört? So wie Kaugummi oder vom Gummibaum. Und das kann man auch, wir sagen, synthetisch herstellen. Und daraus werden dann zum Beispiel solche Reifen gemacht. Wir haben aber auch noch was anderes, was man aus diesem Kautschuk machen kann. Guck mal hier. Der Sommer ist zwar jetzt vorbei, aber die kennst du auch, ne? Weißt du, was das ist? Das sind Flipflops, ne? Und solche Flipflops, da ist zum Beispiel auch sowas drin, was wir gerade gesehen haben. Das auch. So sieht das vorher aus. Ne? Das kommt dann da so raus. Das sind dann so Flocken, auch so Kautschuk. Und hier zeigen wir dann nochmal, was man daraus alles machen kann. Beim Stand von Kunterbunt TV kann man versuchen, mit dem Pitalo zu fahren. Das ist ganz schön schwierig. Sonst gab es noch viel zu gucken bei unserem Stand.